Liebe Freunde, ich möchte euch nochmal mitteilen und informieren über meine Berufung, wie Gott mich nach Bukarest ausgesendet hat. Ich habe im 2009 eine Evangelisation in Bukarest abgehalten, circa 3 Wochen lang. Und es war eine sehr gute Zeit und Menschen zum Glauben gekommen. Getauft haben wir auch Menschen. Und 3 Tage vor meinem Abflug habe ich eine Erscheinung abends gehabt und Gott redete zu mir. Und der Herr hat mich berufen in Rumänien auf eine wunderbare Weise und hat mich in der Gemeinde gestellt. Und so wusste ich, dass Gott zu mir gesprochen hat und wie auch Gott mich zu meinem Volk wieder zurückgeführt hat. Ich glaube, viele wissen es ja, dass ich einen Ruf habe auf mein Leben für mein Volk und Gott hat das wirklich jetzt auch bestätigt. Dann bin ich nochmal im September nochmal rübergeflogen nach Bukarest. Ich habe so ein Drängen gehabt. Und habe das nochmal abgeregelt, auch mit der Miete. Das hat wunderbar alles geklappt. Wir haben ja dann auch nochmal einen Gottesdienst gehabt. Und da hat Gott wirklich mächtig gewirkt, durch seinen Geist auch. Und haben sich auch viele Menschen sich entschieden und auch für die Taufe. Und es war einfach eine Bestätigung für mich persönlich nochmal. Und ich danke Gott, dass er mich so weit geführt und geleitet hat. So habe ich auch eine Zeit gehabt, eine Vorbereitung noch für mich. Und wo ich noch verschiedene Dinge geregelt habe. Und meine Homepage ist auch jetzt fertig. Und am 6. März wäre ich in Neuhof ausgesendet von der Gemeinde. Und am 15. März wäre ich von Ricardo Wolf in Bukarest eingesegnet. Wie sieht jetzt auch mein Dienst aus in Bukarest? Ich möchte die Kultur besser kennenlernen. Das zweite ist, ich möchte die Gemeinde sehen, wo sie stehen geistlich. Und möchte diese Hauskreise besuchen. Und dann die Taufe auch durchführen. Das sind die ersten Schritte. Und was ich jetzt vorhabe, ist am 8. Mai wieder erstmal zurück nach Neuhof zu kommen.